Ich habe heute gelesen, es soll ein milder Winter werden. Und wenn man sich dieses Wetter hier anguckt, fast 20 Grad hier im Norden, die nächsten Tage soll es noch wärmer werden. Tomaten in unserem Gewächshaus, die werden wohl auch noch rot. Also man mag gar nicht glauben, dass es Winter wird. Aber ich verspreche euch, es wird kälter werden und dann brauchen wir eine Heizung. Und deshalb haben wir eine Wärmepumpe bestellt und da gibt es jetzt noch konkretere Dinge. Wann kommt sie und was wird genau verbaut? Darüber berichten wir im heutigen Video. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Die Location hier kennt ihr schon aus dem letzten Video. Wir sind in den Keller runter und stehen hier vor unserer alten Gastherme. Ja, die macht hier komische Geräusche hinter mir, macht gerade wieder warmes Wasser. Mehr macht sie auch nicht mehr, weil die Heizung bleibt aus. Das gute Stück ist jetzt 19 Jahre alt, hat schon die letzten Winter immer Zicken gemacht und jetzt ist endgültig Schluss, jetzt kommt sie raus und es kommt rein eine neue Wärmepumpe. Wir hatten gestern das abschließende Planungsgespräch mit dem Installateur, haben jetzt viele neue Detailfakten zu unserer neuen Wärmepumpe und über die wollen wir heute einfach mal berichten. Ja, was genau wird denn jetzt eigentlich gemacht, beziehungsweise wann geht es denn eigentlich los? Das ist hier die wichtigste Frage, wann geht's los? Und zwar nächste Woche Dienstag, 1. November geht's los. Und das Ganze soll am 7. November spätestens abgeschlossen sein. Dann soll hier eine Wärmepumpe stehen und keine Gastherme mehr. Was genau wird denn eigentlich als erstes gemacht? Als erstes wird das hier mal alles abgebaut. Ich schätze, nächsten Dienstagabend wird hier eine weiße Wand sein. Alles, was ihr hier seht, kommt weg. Warmwasserspeicher, Gastherme, Steuerung, Pumpen, Rohre, alles bis hinten zu den Schläuchen zur Fußbodenheizung kommt weg. Das heißt also, wir haben dann eigentlich auch gar kein warmes Wasser oder keine Heizung, wir haben eigentlich gar nichts dann in dem Moment, in der Woche? Physikalisch gesehen wird das so sein, weil es nichts mehr da, was warmes Wasser erzeugen könnte. Das heißt, Dienstagmorgen nochmal duschen und sie haben gesagt, wenn es gut geht, Freitag haben wir wieder warmes Wasser. Ja, bis dahin muss halt der Waschlappen tanzen oder Alternativen müssen her. Ja, ich glaube, sie hatten uns auch was angeboten, notfalls. Richtig. Notfalls könnten wir auch irgendwie so einen Warmwassertank bekommen, der hier angeschlossen wird. Und auch irgendwie Heizlüfter, falls es zu kalt wird. Aber die Wetteraussichten sind eigentlich ganz gut. Ich denke, wir schaffen das auch ohne Hilfsmittel. Ja, und was genau wird denn eingebaut, wenn die Demontage erfolgt ist? Was kriegen wir denn überhaupt? Eingebaut wird unsere neue Wärmepumpe. Das ist eine Weiland Arotherm Plus 75-6A oder so ähnlich heißt sie. 7,5 kW Heizleistung. Und ja, die kommt dann nächste Woche. Und hatten wir nicht eigentlich ursprünglich mal, also wir hatten ja im Januar schon mal ein Angebot. Richtig. Da war ja eigentlich noch eine größere Wärmepumpe drin. Wieso kriegen wir jetzt eine kleinere? Ja, und nach dem Angebot kam dann noch jemand von der Firma, der hat hier eine Heizlastberechnung gemacht für unser Haus und ist darauf gekommen, dass wir eine Heizlast oder Heizleistung von 8 kW brauchen. Und da wir ja auch die Fenster noch neu machen wollen, wie, wissen wir noch nicht genau, wurde dann gesagt, dann reicht für uns die kleine 7,5 kW, die ist locker ausreichend für unser Haus. Und kriegen wir dann auch noch irgendwas dazu, irgendwelche Extras, irgendwas ganz Spezielles? Ja, wir haben zwei Goodies. Also ein Goodie will ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist ein neuer Heizkörper, der hier nebenan reinkommt, weil der ist zu klein. Weil das, was ich hier stümperhaft isoliert habe, das wird natürlich jetzt von der Extra-Firma nach dem Einbau nochmal richtig professionell alles isoliert. Dann wird das hier drin natürlich kälter und dann brauchen wir drüben wieder für unser Heimkino eine vernünftige Heizung. Die wird mit eingebaut und dann... Ich weiß, viele haben gesagt, lass es sein, brauchst du nicht, aber wir haben uns für die Funkthermostate mit Einzelraumsteuerung entschieden. Das heißt, wir haben nicht nur Heizkörper, sondern eigentlich haben wir eine Fußbodenheizung. Wir haben oben nur Fußbodenheizung, hier haben wir einen Heizkörper, genau. Und oben wird dann in jedem Raum die Temperatur permanent gemessen und hier werden dann die Funkthermostate genau reguliert, je nachdem, wie viel Wärme wir oben brauchen. Ich weiß, wir haben Fußbodenheizung, die ist träge, das ist vielleicht nicht ganz so effektiv, aber wir haben lange mit dem Installateur darüber gesprochen und haben uns dann doch dafür entschieden. Und zu der Inneneinheit gehört doch eigentlich auch noch eine Außeneinheit. Wo kommt denn die jetzt eigentlich hin? Da gab es ja so unterschiedliche Vorschläge bzw. Ideen. Genau. Wir haben hier draußen einen Tomatenunterstand. Das Bauvideo seht ihr hier mit meinen meisterlichen Handwerkskünsten. Und da hatten wir uns eigentlich überlegt, da könnte die doch hin. Aber beim Auftaktgespräch damals, vor knapp einem Jahr, war die Idee, die aufs Dach zu setzen. Und die Idee wird jetzt weiter verfolgt. Wir hatten noch lange mit dem Installateur darüber gesprochen. Ich hatte so meine Bedenken. Ich höre auch, wenn eine Katze übers Dach läuft, dass vielleicht dann die Außeneinheit durch den Ventilator da drin vielleicht vibriert und dann einfach Geräusche übers Dach übertragen werden. Aber wir gehen davon aus, dass das nicht passieren wird. Was wiegt die Außeneinheit? Die wiegt so 120 Kilo, glaube ich. Na ja. Ja gut, wir haben 2 Tonnen Photovoltaik auf dem Dach und die kommt ganz an den Rand. Die muss auch nicht irgendwie gesichert werden, die wird einfach da drauf gestellt. Und du läufst ja auch ab und zu mal drauf rum. Ja, ich wiege nicht ganz 120 Kilo, aber das kriegen wir noch hin. aber Vorteile einfach, das Kondenswasser, was abläuft, kann direkt über die Regenrinne vom Dach runterlaufen und wir sparen uns das Fundament.
Da wären auch gute 1.500 Euro fällig gewesen. Dafür haben wir uns halt die Funkraumthermostate hier gegönnt. Und waren da nicht auch noch andere Gründe? Zum Beispiel, dass die Heizung, die Leitung einmal rauf und wieder runter geht, wenn wir sie nach unten setzen würden, die Außeneinheit? Richtig, genau. Wir wollen ja hier durch den leeren Kaminzug, den wir jetzt nicht mehr brauchen, wollen wir nach oben gehen mit der Kälteleitung, Kältemittelleitung und dann aufs Dach. Und unsere Idee war ja hinten wieder runter und dann auf ebenerdig wieder runter und dann sagt der Installateur, aber das wäre nicht so schön mit der Leitung, dann könnte sich so ein Luftsack oder sowas bilden. Also besser wäre schon oben auf dem Dach, das ist wirklich die einfachste Methode und sie sagen, das haben sie schon öfter gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Leitung auch nur eine bestimmte Länge haben sollen. Ja, mehr als 20 Meter soll sie nicht haben. Ja. Mich würde an der Stelle mal interessieren, eure Meinung, Außeneinheit aufs Dach, auf unser Flachdach hier, was denkt ihr darüber? Mir wurde gesagt, das Ding ist so schwer, da muss keine weitere Windsicherung oder sowas her, weil die ist ja auch nicht sonderlich groß, die ist so hoch ungefähr. Ich wäre mal auf eure Meinung gespannt, aber wir haben uns dafür entschieden. Jo. Und dann geht es jetzt am Dienstag los, würde ich mal sagen. So ist es. Ja, und Angebot haben wir jetzt vorliegen. Genau. Was zahlen wir? Wir zahlen etwas über 30.000 Euro, also mit der Funkraumsteuerung, mit dem Heizkörper, den wir hier haben. Wenn wir das alles nicht hätten, wären wir so bei 28,5. Und wir bekommen ja noch Förderung vom BAFA, dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Wurde also genehmigt? Wurde genehmigt, genau. 35% bekommen wir für Tauschgas gegen Wärmepumpe und 5% kriegen wir nochmal für den individuellen Sanierungsfahrplan. Das ist ja jetzt gesetzlich anders geregelt. Wir sind noch in der alten Regelung drin. Das heißt, wir werden ungefähr 12.500 zurückkriegen und zahlen dann ca. 19.000. Im günstigsten Fall wären wir so bei 16,5 gelandet für die Heizung. Das sind so die Preise, die aufgerufen werden. Und ich möchte noch dazu sagen, kein YouTube-Sonderangebot, sondern wirklich ein ganz normales Angebot. Tja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Denn wir haben ja hier noch ein bisschen was zu tun, ne? Richtig, ich bin gespannt, was kommt. Wir werden drüber berichten. Wir machen Fotos in der Community, könnt ihr die sehen. Wir machen Videos die nächsten Wochen. Dann, wenn die Wärmepumpe läuft, gucken wir natürlich, was für Zahlen hat sie, was für einen Verbrauch hat sie. Ist noch nicht ganz optimal, ist klar, die muss noch eingestellt werden über einen Zeitraum und oben ist natürlich noch nicht alles fertig. Das Haus ist noch nicht so saniert, wie es sein soll, aber wir werden schon mal Zahlen liefern, da könnt ihr drauf gespannt sein. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen da lassen, abonniert den Kanal. Wenn ihr unsere Zahlen nicht verpassen wollt und den Aufbau, am besten noch die Glocke drücken, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Instagram und Twitter, die Social Media, da sind wir auch vertreten. Und unser Buch Photovoltaik für Einsteiger, nicht vergessen, wer eine Photovoltaik bauen will, am besten das Buch kaufen, 20 Euro im Handel erhältlich, guter Leitfaden, um da hinzukommen. Ja, und in diesem Sinne, was machen wir jetzt noch? Ich glaube, wir müssen ja noch ein bisschen aufräumen. Das glaube ich auch. Bis Dienstag muss das hier, glaube ich, alles weg. Richtig. Na denn, machen wir mal. Ja, wir räumen auf und ihr schaltet ab. Jo.